Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Ja, mit einem neuen Charakter, dem Schneepflanz-Typi. Ich zeige ihn gleich mal. Also hier haben wir ja die Raben mit Schnee. Hier haben wir den Summon Spriggan mit Schnee. Hier haben wir den Wolf ohne Schneefell, aber auch mit Schneeschaden, also mit Kultschaden. Und dann haben wir noch ja, die Pflanze. Sieht cool aus. In Schneeskillung, also wenn wir hier auf diesen gehen und hier oben das killen, Ice Branch, dann wird er koldig. Sonst ist er einfach braun und grün. So, wir sind hier in Fall of the Empire. Das ist einer, jo, links. Bisschen weiter als der Necromancer schon. Ich habe hier rechts auch versucht, aber diesen Lagon schaffe ich nicht. Der one-hittet mich mit einem Schlag, der nicht ausweichbar ist, weil er in einer Millisekunde gecastet wird. Das ist ein Bug. Und da brauche ich einen, der blitzschnell ist. Aber das habe ich jetzt keine Lust gehabt, weil ich ja schon 3 Tage ungefähr alle 1-2 Stunden spielen gebraucht habe für diesen Bild. Er ist nicht der schnellste gewesen, deshalb habe ich jetzt erst wirklich, ja, gedacht, ja, okay, ich tue. Oh, ich habe ihn wieder zurückgekastet. dass ich ihn, jo, jetzt erst zeige, damit ihr vielleicht nicht gerade so eine schlechte Ding habt. Aber dieser Bild, der braucht einige Zeit, bis er wirklich viel Schaden macht. Und durch diesen Stab hier, ja, bin ich doch ein bisschen stärker geworden. Mit 158 Increased Minion Spell Damage. Ja. Schaden von den Minions, also von den Kreaturen, aber nur die Magie Schaden. Und weil ich das Amulett ja mal gefunden habe, habe ich gedacht, ich mache diesen Bild. Nur wegen dem Amulett, das ist schuld. So, ich habe viele Exalted Items, diese lilanen Items im Inventar, damit ich dann relativ schnell Chulra besiegen kann, um ein paar Legendary zu machen. Zum Beispiel vom Amulett ist sehr wichtig. Und wie ihr seht, ich caste mir einfach ganz viele Ranged Vines. Ranged ist ja Fernkampf-Ranken. Und schütze sie mit den Healing Totems. Die man auch so frei auf einmal casten kann. Und dann sehr viele Crits, viele starke Crits. Also für so schnelle Angriffe sind sie stark, so bis 2200 habe ich jetzt gerade gesehen, um wirklich die Gegner richtig zu Maschinengewehren zu Shotgun. So, jo, und es ist einfach ein Bild, wo jetzt weniger immer das Ausweichen im Vordergrund steht. Es ist eben bei Bossen nicht manchmal nicht so gut machbar. Aber hey, man ist jetzt im Wald auch defensiv stark. Ich bin nämlich fast ganz oben. Also noch, noch einen Punkt, dann bin ich oben am Ende des Druiden Skillbaums oder passiven Baums. Genau. So. Ja, wir sind fertig. Wir hatten da diese komische mit den komischen Kreiseln am Boden, wo wir es genau besiegen. Geschafft. Was ist das Minion? Nein, Mann, ich schaue immer auf die Item oben, die Item Nuts, weil ich brauche ein paar mit Minion Damage und so weiter. Hier haben wir gar keine Map. Okay. Okay, eine Arena ohne Map. Interessant. Ist auch schon lange nicht mehr. Ja, und ich komme noch weiter. Der Bild ist eigentlich stark genug für vielleicht Corruption-Systeme. Also, ich weiß nicht, wie man das nennt. Über-Corruption. Oder ist Über-Corruption erst ab 100 und ich habe 50? Aber auf jeden Fall kommt man jetzt momentan noch nicht über 50. Auf jeden Fall werden wir das auch schaffen, über 100 zu kommen. Aber wir brauchen noch ein paar Items und die droppen bei mir scheinbar noch nicht. Keine Ahnung, wo man hin muss. Aber wir werden das schon herausfinden.
nachschlagen kann man es nicht so gut. Nur wo welche Unix und wo welche Set-Items droppen. Das ist dann vielleicht in einem Wikipedia, aber ich schaue mir das nicht an. Das tut mir sonst einen Spaß verderben. Mal gucken, ob wir es finden, auch ohne so. Haben wir irgendwo Schrein oder so? Ist das dieses Gebiet, was nach der nach dem Akt 5, also im Akt 5, aber am Ende kommt? Da ist ein Schrein. Hallo, Blutwerfer. Ich habe ein paar Unix, also ich kann es ja nachher zeigen in der Truhe. Ein paar Unix gefunden. Auch ein paar Set-Items. Und vielleicht können wir da auch noch irgendwie weiterkommen. Bin mal gespannt, ob es gut geht. So. Also ich weiß nicht, ob ich den Ring mal einsetzen soll. Der Ring, wo man sich teleportieren kann, kleines. Das führt uns wahrscheinlich dann gleich noch in den Tod rein. Amulett und Staff. Nein, nee, ist es okay. Also Staff hat es nichts gegeben. Ah ja, ich wollte ja noch kurz euch zeigen. Vor allem hier hinten habe ich zum Beispiel dieses Item hier gefunden. Keltern. Ich habe zum Beispiel die habe ich ja schon gehabt an Atrophie. Sehr gutes Item. Ich habe natürlich auch ziemlich gute Idole gefunden. Ich habe zum Beispiel hier nochmal so einen Rubens of Blut gefunden. Einen Apogee of Frozen Light. Ist ziemlich gut. Aber ich weiß jetzt nicht genau, was ich damit anfangen soll. Ja, ich will nicht die Minions irgendwie umbringen. Ist nicht gerade so mein Item. Was haben wir hier? Haben wir ja auch noch etwas Neues. Ja. Zum Beispiel das Item. Und hier vorne habe ich zum Beispiel das Schwert noch gefunden mit so viel Void Damage. Ziemlich nice. Aber jo. Genau hier ein paar Items noch gefunden. Ich habe es halt ein bisschen verteilt. Genau hier ist es. Also nochmals einer von diesen Dolchen, wo ich den Namen oben nicht sehe. Hallo? Da jetzt. Okay, jetzt ist es klein. Shellcross Blast Knife, das zweite. Wo ist das andere eigentlich? Das ist irgendwo hier am Anfang. Wo ist das zweite Blast Knife? Dieses Item hier, Frozen Iron. Jo, jetzt finde ich gerade der zweite Dolch nicht. Der muss irgendwo hier sein. Wie hieß er? Dann könnte ich das ein bisschen Ding. Ich glaube, es ist hier. Ja, es ist hier. Okay. Also, das hat sogar ein Legendary Potenzial 1. Also kann zu einem Legendary werden. Gut, also ich wollte noch die Sachen reinlegen. Wo haben wir Platz? Da haben wir mal ein bisschen mehr Platz. Wenn einfach ein oder so ein Weg ist, dann geht es nicht mehr rein. Das auch. Dann tue ich das einfach mal wieder rein. Brauchen wir nicht mehr. So. Gut, dann haben wir wieder Platz. Sehr gut. Also, eben schon ziemlich wichtig. Also, wo gehen wir hin? Auch, aber nicht beim Stab entlang, also beim Maze entlang. Ich brauche keine Mazes. Das wird von meinem Loot fehlte, von diesem Bild einfach weggemacht. Und die muss ich nicht machen, wenn sie nichts anzeigen. Oder? Wenn man sie nicht braucht, dann braucht man sie nicht. Okay, dann ein paar Schreine nehme ich alle mit. Oh, ganz viele von diesen Babys. Die haben so guten Boni von diesem Bild, das ist so geil. Fließen wirklich alles down. Oh Gott. Ja. Also ich werde mehrere Projekte jetzt starten, die einfach Rollenspiel ist. Eins von GTA Online. Ich
möchte jetzt noch nicht auf meinem Server. Ich habe einen privaten Server. Also einen Rollenspiel-Server für euch zum Beispiel und so. Aber dort will ich erst aktiv werden, wenn ihr auch kommt. Sonst langweilig ich euch ja ohne Mitspieler. Also ohne viele Mitspieler. Vor allem Mitspieler, die von meinen Kumpels sind eher. Und wenn ihr Lust habt, eben, dann kann ich jederzeit euch auf den Server einladen. Am besten einfach zuerst auf GTA Online und dann auf dem privaten Server. Damit ich euch einfach ein bisschen kennenlerne auch und so. Und dann dürft ihr natürlich dann jederzeit dort auch einen Charakter erstellen und mit dem leben. Das gleiche werde ich in GTA Red Dead Online machen, vom gleichen Entwickler auf Rockstar Games. Und auch in Gothic 1 und 2 und so. Also in jedem Gothic. Und vielleicht auch in Risen. Aber jetzt fange ich erstmal an mit Gothic 1. Gothic oder Gothic 1. Ist hier oben keine goldene Truhe? Jo, ich freue mich riesig, weil ich einfach auch mehr Rollenspiel machen will, damit ich nicht immer so angestrengt bin in den Spielen. Das tut mir nicht so gut, ich bin einfach ja, nervenkrank, oder? Ich habe einfach gemerkt, Minecraft tut mir momentan nicht so gut. Es stürzt halt auch oft ab. Da muss man einfach wieder schauen, dass das Windows 11 nicht immer so Probleme macht. Ich habe ja auch bald wieder Geld, um eine neue RAM zu kaufen. Ich glaube, die RAM ist schuld, dass die Spiele abstürzen. Aber so genau bin ich nicht sicher, wie man das auch beheben könnte, wenn man es nicht austauschen würde. Keine Ahnung. Vielleicht kann mir ja jemand helfen, der besser sich auskennt mit so Sachen. Aber wie kommen wir da nach oben? Nochmals diese komischen Insekten, okay. Ja, Soulstone Survivors geht auch gut weiter, da bin ich jetzt auch wieder ein bisschen weniger sensibel drauf. Ich habe das Gefühl, ich habe es letztens einfach die Spitze getrieben. Darf das nicht so machen. Lieber ein bisschen mehr Rollenspiel mal. Ein bisschen mehr an bei euch auch die Interesse wecken und schreibt mir einfach in die Kommentare, wie genau ihr das macht, wollt, oder? Ich möchte euch mich an euch anpassen, nicht ihr mehr. Muss ja nicht unbedingt sein. Der läuft einmal hier ringsum und ich bin einfach hinterher. Das ist jetzt gerade ein bisschen doofes Level. Ich gehe einfach wieder in die Seite, dann treffe ich auf ihn. Sonst treffe ich nie auf ihn. Dann gehen wir immer gemeinsam ringsum. Um diese blöde... um diesen Berg herum. Tja. Ja, der geht wirklich irgendwo unten. Ah, der andere haben wir besiegt. Okay. Ich dachte schon, der andere wäre auch hier unten jetzt. Wir werden zusammen hauen von uns ab. Aber irgendwie haben wir das nicht so gecheckt. Ja, aber ihr seid nicht schuld. Ihr hättet es richtig gemacht. Ich bin schuld. Jo, ich habe in letzter Zeit auch ein bisschen mehr Filme wieder geschaut. Indiana Jones zum Beispiel. Die ersten zwei Filme aber erst. Und ich mag einfach diesen Indiana Jones vom, ja, vom Feeling nicht so. Es ist nicht so mein Typ. Das ist ein bisschen, nicht arrogant, aber so ein bisschen hinterrücks witzig. Dennoch ein bisschen streng zu anderen. Ich mag einfach diese Person nicht so. Aber ich bin auch auf der Suche nach einem Rollenspiel-Ding. Also ich würde gerne ihn schon ein bisschen ähnlich spielen, aber nicht so arrogant, so vorwitzig und so. Und so erschreckend gegenüber Frauen. Der ist immer so erschreckend gegenüber Frauen. Ja. Ja, Harrison Ford spielt ihn gut. Harrison Ford ist er gut, aber Indiana Jones ist irgendwie so ein bisschen als Figur in einem Film halt. Doch ein bisschen komisch für mich.
Ich bin gerne lieber ein bisschen ein netterer Typ. Als so einer, der, ja, die Frauen und so, die Gegner eher gearscht. Mal gucken, was das ist. Also vor allem in Red Dead Redemption 2. Also Red Dead Online oder Red Online, nein, Red Dead Online. Halt so wird. Weil ich habe extra in einem Livestream noch im April einen Charakter erstellt, der ziemlich witzig aussieht. Also wirklich so eine alte dumme Delle. Und der passt so richtig eigentlich in einen lustigen Kerl. Der wie so Indiana Jones oder so richtig mutig ist und Blödsinn macht mit den anderen Spielen. Vielleicht einfach mal ein bisschen sauft mit den anderen Spielen, wenn es geht. Ich weiß gar nicht, was so viel möglich ist, ob irgendwie etwas möglich ist. Aber ich hätte richtig Lust. Das kann man in einem Hack'n'Slay halt nicht machen. Außer ihr wollt's. Ich bin die alte Ulme. Ich kann hier überall. Drago, die alte Ulme. So. Das sind die einfachsten. Ich mag sie nicht. Weil sie stören mich während dem Gameplay. Sie casten Spells auf mich. Ich mag sie nicht. Also ist nicht so gut. Ja. Hey, alle, ja. Ist, glaube ich, das gleiche wie letztens. Okay, das machen wir noch. Wir haben noch ein bisschen mehr Zeit, oder? Ja, wir haben noch viel Zeit, egal. So, ich habe noch keinen zweiten Bildschirm. Bitte spenden. Nein, ich kaufe mir sobald ich kann. Nein, aber ich habe jetzt keinen Zugang zu meinem E-Banking. Ich kann mir kein Geld aufladen auf die Kreditkarte. Also geht's momentan mit dem zweiten Bildschirm nicht mehr. Aber ich werde so oft wie möglich dann auch streamen auf YouTube. Mal gucken. Und wenn ihr nicht zuschauen wollt, dann ist einfach auf Twitch. Nein, auf Twitch hat man einfach von Grund auf ein bisschen mehr Zuschauer, weil es einfach gebunden ist. Und ich weiß, dass ihr, auch wenn ihr mich abonniert habt, nicht immer zuschauen wollt oder nicht immer bereit seid, bei mir zuzuschauen, weil ihr viele andere Leute kennt, die auch live streamen und so. Aber jo, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich jederzeit sehr gut unterstützen. Jeder. Ich weiß das. Also, ich erlebe es ja die ganze Zeit. Und wenn ihr mir nicht helfen wollt, ja, das ist auch nicht schlimm. Ich bin halt einfach einer, der auch nicht so berühmt sein muss. Ich muss nicht unbedingt viele Zuschauer haben. Aber wäre schön natürlich. Für jeden, also für andere Streamer, die angeben und das Leben zur Hölle macht. Scheinbar gibt es viele Leute, die so etwas schauen. Einfach weil sie vielleicht ankommen wollen oder den Leuten irgendwie etwas gönnen, was sie schlecht machen, oder? Das ist keine Ahnung. Aber es gibt natürlich auch ganz viele, die etwas Gutes machen. Aber ich denke, die Mehrheit der Streamer ist wirklich nicht gerade so mit Intelligenz und mit Können behaftet. Und das kommt wahrscheinlich ein bisschen besser an, als einer, der halt einfach schaut, dass er so gut wie möglich gamet und so toll wie möglich redet. Aber das ist ja meistens nur so richtig asozial oder richtig, ja, einem Ding nachgehen. Ein Clickbait und alles nachgehen, damit man überhaupt Erfolg hat, oder? Einem Trend nachgehen, zum Beispiel etwas Böses machen, etwas zum Beispiel für sich selber oder für andere eben Böses. Dann kommt man gut an. Ja, keine Ahnung. Aber ihr dürft gerne denjenigen, der denkt, der ist etwas, der kann etwas und so, der wird auch etwas machen. Helfen. Und das bin ich auf jeden Fall. Also ich habe schon sehr viel gespendet übrigens. Ich habe zum Beispiel einen Bauernhof. Der hat einen Hofladen in der Form von einer Erdbeere. Hier in der Nähe habe ich einfach mal doppelt so viel.
Ich habe 12 Euro ausgegeben und habe 24 Euro gegeben. Einfach gespendet. Einfach doppelt so viel. Und wer macht das schon? Also macht eigentlich kaum jemand etwas, so etwas. Es ist leider wirklich wahr. Diese Bauernhöfe, die gehen kaputt. Einfach weil die Leute nichts mehr kaufen wollen dort. Lieber halt in den Supermarkt gehen, um Sachen aus Sizilien oder aus Zypern kaufen. Obwohl es von der Haustüre wächst. Und das ist halt schon ziemlich assi, oder? Oder seid ihr da einer anderen Meinung? Wollt ihr lieber Eierbeeren kaufen, die 20 Stunden mit dem Schiff gefahren sind und Geschmack verloren haben dadurch? Oder wollt ihr sie lieber frisch haben, wo der Geschmack noch nicht entfernt wurde? Wenn noch alles drin steckt, das ist eure Entscheidung, aber kauft euch mehr ländliche Produkte aus der Region, und ihr habt viel bessere Qualität. Das machen nur so wenige, weil sie faul sind, irgendwo so zu einem Shop zu gehen. Wie Channeling, also den Stab nehme ich mit, aber nicht wegen Minion Spell Damage. Das ist halt auch das Problem, oder? Das. Oh, diese Wüstenmusik. Bisschen laut, aber gut. Mach doch einfach ein bisschen mehr dafür echt Gutes als vieles und schlecht. Also Schlechtes. Ist auch viel besser. Geht mal raus essen in den Wald oder so. Also wirklich mal kurz, mal nicht geben und in den Wald gehen ist manchmal doch viel besser. Und so einen blöden Let's Player zuzuschauen. Ja, ich bin so gerne im Wald. Ich habe dennoch genügend Zeit, um euch da ja, Projekte zu zeigen. Ihr müsst halt nur sagen, was ihr genau wollt. Und ich kann für euch das Perfekte eigentlich auch zeigen und machen. Ich kann mich halt auch nicht so stark verändern mit der Stimme oder mit, ja, mit der Hardware und so. Da dürft ihr gerne mir helfen, damit es schneller geht. Ich misst es aber nicht. Bei mir misst ihr gar nichts. Aber wäre schön. Also es wäre vielleicht auch für euch dann schön, weil ihr dann seht, ja, einer kann sich noch verändern und andere Let's Play und Livestreamer können sich vielleicht gar nicht verändern. Die gehen nur ins Negative. Bei mir, da kann das gar nicht passieren. Ich mache mich zu sehr Sorgen um euch. Also ich weiß, dass es euch gut geht und dass es auch gut bleibt bei euch. Aber es ist momentan einfach, ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde bald sterben. Wenn es nicht besser wird, wenn ich nicht mehr Geld bekomme, kann es wirklich sein, dass ich sterbe, da alles viel zu viel kostet. Also es ist, diese Medikamente und so muss ich meistens selber bezahlen, das macht nicht irgendwelche Krankenkassen. Und ich werde ja überall auch ein bisschen misshandelt, also wie sagt man dem so schön, ausgenutzt. Und wenn ich Geld habe, dann kann ich verschwinden. Dann kann ich von diesen Menschen, die mich ausnutzen, weggehen. Und zu guten Menschen ziehen oder so. Einfach weggehen. Für euch wird es nichts verändern. Aber für mich. Für mich wird es viel positiver. Und so weiter. Da könnt ihr sehr Gutes tun. Das hier machen. Hier muss ich. Da haben wir fertig. Da müssen wir, glaube ich, noch ein. Ich muss kurz schauen, da bin ich jetzt nicht mehr so sicher. Das ist hier. Das ist auch 5 von 5. Ah, der hat ja noch plus 4 von dem Helm. Ich glaube, ich muss Armor nehmen. Ne, das Cast Speed ist halt auch sehr wichtig. Wir finden das Item schon, ich mache lieber hier. So, Armor, ja, für den Typh, für den Gegner da schon. Hier einen. Und hier muss ich. Ich glaube, hier rein tun.
So, also. Gut, haben wir neue Items. Nicht. Jetzt nehmen wir noch die alten. Wann tut das sich? Resetten. Ich dachte immer noch, das zweite oder dritte Mal. Okay, das Set 1 machen wir noch. Wir schauen mal kurz auf die Dauer. Ja, eines können wir noch machen. Das ist dieses Set 1. Ich werde bis zum nächsten Part wieder ein bisschen gespielt haben, aber nur gefarmt. Oder ja, der Boss möchte ich euch zeigen. Ich farme in dieser Timeline nur. Und in der letzten farme ich Exquisite. Oder mal schauen. Oder Exquisite. Irgendwie so etwas. Auf jeden Fall diese Rüstung, die uns Leben entzieht und dafür Mana, Wart gibt. Genau. So herum. Jo, und auch ein bisschen ausgeruht hoffentlich. Aber ich habe morgen ein Fest. Es geht auch nicht so gut. Ich muss schon noch ein bisschen müde aufnehmen. Vielleicht. Ja, nicht ganz müde. Schon wach. Aber einfach ein bisschen früher aufnehmen. Aha, diese Augen. Ich bin ein Watcher. Also seitdem ich den Stab habe und nicht mehr diesen Anfängerszepter, der Unix-Zepter, ist der Bild schon wieder ein bisschen besser geworden. Er war ein bisschen zu schwach immer. Ich wollte einfach kein weiteres Video aufnehmen, bis der Bild ein bisschen stärker wurde. Sonst hätte die eher gedacht, ja, der Drago, der farmt nicht richtig. Ja, ich will lieber nicht zuschauen, du gehst zu wenig schnell. Und ja, der andere Bild, der braucht einfach diese Dolche und die muss ich zuerst erreichen. Die muss ich zuerst farmen können. Aber Lagoon ist im Weg. Dieser Boss, der mich one-shottet. Aber wieso? Ich habe 1197 Schaden und maximale Cold-Resistenz. Der darf mich nicht one-shotten. Aber der Entwickler ist ja so mega asozial. Nee, es ist halt einfach eine Herausforderung, bis ich das geknackt habe. Da muss ich halt noch ein bisschen warten. Und vielleicht bessere Schuhe haben. Sind schon schnell, die Schuhe. Aber sie haben irgendwie das Problem, dass man halt einfach den Lagoon noch nicht gut genug ausweichen kann. Braucht eventuell noch Exalted Boots mit extra viel Bewegungsgeschwindigkeit Boni. Diese lilanen Boni. Und dann geht's wahrscheinlich. So, noch einmal. Und im nächsten Part kann ich dann das da nehmen. Genau. Und dann, vielleicht können wir Lagoon besiegen, wenn wir das voll haben. Da müssen wir nämlich 10 Punkte investieren noch. Und hier unten, das brauchen wir nicht. Okay. Aber ich bin mal gespannt. Und das haben wir bekommen. Ah, dieses Schild. Okay. Ja, ich brauche die anderen zwei Set. Also das eine, der Helm brauche ich von diesem Set-Teil. Nein, nein, das ist ein anderes, was mit Skeletten. Okay, das ist ein anderes Set. Es gibt auch noch ein Set-Teil. Ich zeige euch gleich noch kurz. Von diesem Sunfortschutz-Set. Genau, was ist das? Der Stab? Ich glaube, es ist ein Stab oder ein Hammer. Ich glaube, eher ein Hammer. Jo. Bin mal gespannt. Dankeschön fürs Zusehen und auf jeden Fall bis nächstes Mal. Ah, das muss ich hier rein. Habe ich das Schild? Ja, das Schild habe ich schon mal gefunden. Ich mache diese zwei Sachen auch noch rein, dann haben wir mehr Platz. Und vielleicht habe ich ja dann aufgeräumt, weil ich jetzt noch ein bisschen durch diese Monolithen reiße. Und mal schauen, ob ich da noch ein paar Items ergattern kann von diesem Set und Unique. Also die geteilt sind, Unique und Set. Die geben meistens Item, die wirklich nur in der Timeline sind, in den Monolithen. Also in diesen Monolithen ist. Genau. Jo, und sobald, ja, ich glaube, ich mache genau im Nachhinein dann schon. Weil wir brauchen nicht mehr lange. Also genau am Anschluss kommt dann der nächste Part. Am gleichen Tag, vielleicht noch nicht. Aber dann im nächsten Morgen. Dankeschön fürs Schauen. Tschüss.